Das Festival der Verlorenen ist auch 2023 wieder zurück und im Folgenden bekommt ihr einen Kurzüberblick, wie das Event sowie seine Währungen funktionieren und was es Neues zu entdecken gibt. Das Event startet ihr ganz klassisch, indem ihr zum Turm geht und dort die saisonale Händlerin Eva Levante anspricht. Diese gibt euch eine Halloween-Maske und führt euch durch die ersten einfachen Questschritte. Von nun an müsst ihr die Halloween-Maske tragen, um verschiedenste Herausforderungen abzuschließen und vor allem die beiden Event-Währungen zu erhalten, Süßigkeiten und spektrale Saiten. Während ihr Süßigkeiten in jeder Aktivität für Kills bekommt, erhaltet ihr spektrale Saiten nur, wenn ihr Ritualaktivitäten wie Strikes, PvP oder Dungeons abschließt. Ihr könnt spektrale Saiten auch für den Abschluss von öffentlichen Events und Sektoren erhalten. Für beide Währungen gilt, sie droppen nur, wenn ihr währenddessen eure Maske anhabt. Diese spektralen Saiten sind jedoch an sich nutzlos und müssen erst in sogenannte manifestierte Saiten umgewandelt werden. Dies geschieht, indem ihr die in Anführungszeichen neue Eventaktivitäten startet, die heimgesuchten Sektoren. Bei den heimgesuchten Sektoren erscheinen immer wieder Beschwörungskreise, wo ihr den sogenannten Kürbiskopf-Miniboss beschwören und danach besiegen könnt. Für jeden Kürbiskopf-Miniboss, den ihr dabei besiegt, verwandelt sich dabei am Ende der Aktivität eine spektrale Saite in die heißbegehrte manifestierte Saite. Maximal könnt ihr pro Aktivität 15 Kürbisköpfe besiegen, also 15 Saiten umwandeln. Diese Aktivität gibt es auch per höheren Schwierigkeitsgrad für bessere Chancen auf seltenen Loot. Dazu gleich mehr. Die nun verdienten manifestierten Saiten könnt ihr dann neben der saisonalen Händlerin Eva Levante einsetzen, um eine neue Gruselgeschichte Stück für Stück freizuschalten und damit euren Titel voranzubringen. Apropos Titel, zum Vergolden des Titels sind die Saiten nicht notwendig. Damit ist die Aktivitätenspirale auch schon beschrieben. Spektrale Saiten sammeln, in verlorenen Sektoren umwandeln zu manifestierten Saiten und nebenher massenhaft Süßigkeiten verdienen. Neu hinzu kommen hier die unheimlichen Engramme. In den verlorenen Sektoren könnt ihr diesmal auch neue, unheimliche Engramme verdienen. Diese könnt ihr entweder sofort gegen die Eventwaffen tauschen oder für ein exotisches Rüstungsteil einsetzen. Ihr seht in der Übersicht, welche Rüstungsteile ihr damit freischalten könnt und habt damit die perfekte Möglichkeit, fehlende exotische Teile auch ohne legendäre Soli-Sektoren effizient zu farmen. Ihr könnt dabei immer nur die Exos verdienen von der Klasse, die ihr gerade spielt. Setzt also eure Engramme vor allem bei der Klasse ein, wo euch die exotischen Rüstungsteile noch fehlt oder ihr einen besseren Roll farmen möchtet. Als Belohnung winken daneben wie üblich neue Shader und ein seltenes schwarzes Memento für eure Waffen. Für 1000 Silber könnt ihr auch zusätzliche kosmetische Gegenstände freischalten, was jedoch für das Event selbst nicht wichtig ist und nur Sammlern sowie Liebhabern zu empfehlen ist. Die Herausforderungen für den Titel sind nicht sonderlich schwierig und verlangen mehr oder weniger einfachen Grind, was auch euren Währungen zugute kommt. Zum Abschluss kommen wir zu den Waffen, welche mit diesem Event wieder ihre Rückkehr feiern. Das urzeitliche Grün Impulsgewehr, das Scharfschützengewehr Grauntech mit interessanten PvP-Kombos, den neuen Granatenwerfer Akosmisch und das Automatikgewehr Gruselgeschichte, diesmal in der Stasis-Version. Der Roll mit Demolierer und Grabstein ist hierbei ungemein interessant für künftige Stasis-Builds. Das Event kommt also in alter Form mit einer tollen Aufholfunktion für fehlende Exos und ihr denkt bitte daran, ein Abo dazulassen, um auch die künftigen Guides nicht zu verpassen. Bis dahin viel Lootglück, euer Immanuel.